Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute drei besondere Boxen für euch, und zwar die Get the Glow Boxen. Wie ihr ja wisst, fanden die Glow im April nicht statt. Ich habe mir auch allerdings gar keine Tickets gekauft. Ich hatte mir nämlich Tickets gekauft für die Dagi Shop Pop-Up Tour. Oder Dagi Pop-Up Tour, irgendwie sowas, genau. Und die findet jetzt im Endeffekt auch noch nicht statt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob die noch stattfinden wird oder nicht. Jedenfalls jetzt sehr gespannt, was die Glowboxen zu sagen haben. Denn die wollten sie uns einfach nicht entnehmen oder enthalten. Wie nennt man denn sowas? Auf jeden Fall wollten die unbedingt diese Glowboxen rausbringen. Und ich hatte eigentlich das Live-Video auf Instagram mitverfolgt, aber irgendwie bin ich da jedes Mal rausgekommen, keine Ahnung. Und dementsprechend habe ich halt nicht alle Produkte von den Boxen hier mitbekommen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Unboxing der drei Glow-Boxen. Let's go! Wir haben drei Boxen. Wir haben einmal die Get the Floral Glow. Die schaut hier einmal so aus. Die ist so schön mit diesen ganzen Blumen. Dann haben wir hier Get the Beauty Glow. Die ist mega. Das ist mein absoluter Favorit. Allerdings nur von den Boxen her. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, was drin sein wird. Ich finde das einfach so verdammt schön. Und dann haben wir hier Get the Natural Glow. Die ist hier recht schlicht gehalten. Ich finde die trotzdem aber sehr schön. Ansonsten hätte ich sie mir ja nicht bestellt. Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Floral Glow Box an. Wenn man das Ganze aufmacht, sieht es hier einmal so aus. Also es wird nicht so krass gut verpackt. Hier sind auch zum Beispiel anstatt von diesem Styropor-Teil sind hier solche Papierteile drin, was ich jetzt nicht so schön finde. Genau, hier haben wir dann einmal an der Seite hier die ganzen Produkte aufgelistet, die in der Box drin sind. Und da sind auch ebenfalls die Preise mit enthalten. Somit kann ich euch diese hier einblenden. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mit dem Video. Das erste Produkt, was ich hier aus der Box habe, ist eine Haarkur von Langhaarmädchen. Eine Intense Repair Kokosöl und Buritiöl. Reichhaltige Pflege und seidige Geschmeidigkeit. So schaut ich hier mal aus. Ich hatte mir natürlich vielleicht irgendwie was anderes vorgestellt. Es hat zwar etwas mit Blumen zu tun, aber im Endeffekt kann man doch da wenigstens so ein Shampoo reintun oder so. Im Endeffekt kostet dieses Pröbchen, Pröbchen ist es jetzt nicht, aber es wird wahrscheinlich auch so verkauft. Und zwar kostet das Ganze 2,45 Euro. Das finde ich ein bisschen zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, für so eine Haarkur. Ich meine, man macht die vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat, keine Ahnung. Also ich mache zum Beispiel einmal in der Woche so eine Haarmaske. Kann ich euch ja gerne irgendwann mal zeigen, wie ich meine Haarroutine mache. Das habe ich nämlich irgendwann mal vor. Und falls ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr da Bock drauf habt. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten Produkt. Und zwar hatte ich das auch schon mal in irgendeiner Box drin gehabt. Und zwar von Shavins, das Porenfein-Serum. Pure Effekt, Verfeinerung, Hautklärung. Genau, das habe ich schon irgendwo mal drin gehabt, meine ich. Und ja, so spektakulär ist es jetzt auch nicht. Und was hat das mit Blumen zu tun? Wüsste ich jetzt nicht. Dann als nächstes haben wir ein Produkt von Faomi. Ich glaube, das heißt so. Und zwar ist das für geschädigtes Haar ein festes Shampoo. Intensiv aufbauend und es ist mit Hibiskus. Das sieht schon sehr interessant aus. Also es scheint irgendein festes Shampoo zu sein. Ich habe noch nie festes Shampoo gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist das hier so eine Verpackung. Und man riecht das Ganze auch schon raus. Es riecht zwar angenehm gut. Du meine Güte, was ist das denn? Schaut euch das mal an. Wie soll man sich denn damit die Haare waschen? Also es riecht ganz gut. Ist halt
könnt ihr euch so vorstellen, als wäre das so eine feste Seife. Ist halt ein festes Shampoo. Habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Und es soll wohl bis zu 25 Haarwäsche halten. Ist plastikfrei. Genau. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ich denke aber nicht, dass ich das benutzen werde, weil ich habe jetzt vor allem meine Haarroutine jetzt in meine Haare reingebracht, sodass ich meine Haare jetzt nur noch zweimal die Woche wasche. Und genau. Und ich habe meine Pflege schon gefunden. Deswegen, falls ihr Lust habt, dass ich euch das mal zeige, dann auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und in die Kommentare schreiben. Dann habe ich hier ein Produkt, was kaputt ist. Nein, es ist kaputt. Und zwar ist es von La Vera Naturkosmetik ein So Fresh Mineral Rouge Powder. Und zwar ist es hier halt so ein Rouge. Aber es ist ein bisschen kaputt gegangen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so krass schlimm ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. In welcher Ecke ist es denn? Hier, wo meine Finger sind, in der Ecke ist es kaputt. Ich glaube, man sieht den Riss gar nicht so krass. Aber wenn man schon guckt, ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wo ist es denn jetzt? Da oben. Da, dieser Riss, sieht man, doch, da sieht man den, da ist er. Ist auf jeden Fall, nicht so cool. Wobei ich eigentlich überhaupt gar kein Fan von Rouge bin, irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. So, dann habe ich hier als nächstes von Trended Up ein UV Power Gel in der Farbe 135. So schaut es hier mal aus. Eine mega schöne Farbe. Oh, noch ein Produkt von Essence. Der Shine Wheat Look Lip Gloss in der Farbe 19 Think Pink. Aber ich glaube, ich habe diesen Lipgloss mir damals irgendwie mal zugelegt, weil die im Angebot waren von Essence. Und da habe ich, glaube ich, ein paar. So, und ich glaube, es ist tatsächlich das letzte Produkt. Und zwar ist es von Alverde Naturkosmetik die Cremeöl-Lotion mit Bio-Jasmin und Bio-Sesam für sehr trockene Haut. So schaut es hier einmal aus. Genau, das waren die ganzen Produkte von der ersten Box. Es sind aber einige Produkte dabei. Es sind, um genau zu sein, 7 Produkte in dieser Box. Ich werde euch hier auch einmal den Wert der Box einblenden. Es müsste so plus minus so ungefähr 20 Euro immer sein. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil jede Box kostet nämlich 10 Euro. Und ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt zu dieser Zeit, wo ich jetzt das Video drehe, noch verfügbar ist. So, dann machen wir mit der Fruity Box weiter. Wir machen die genauso auf. Und hier stehen dann die ganzen Produkte, die hier enthalten sollen. Und diese Box riecht tatsächlich sehr fruchtig. Und das erste Produkt, was wir hier haben, ist von Essence eine Love What You Do Eyeshadow Palette. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe nämlich hier hinten die Farben schon gesehen. Aber wenn man sich die Farben von, im Realen anguckt, sehen die total schön aus. Aber irgendwie erinnert mich diese Palette an irgendwas. Ich glaube, ich habe so eine Palette. Ich bin mir aber nicht sicher. Als nächstes habe ich hier von Invisibubble eine Spiral Hair Ring Meets Scrunchie. So schaut es ja mal aus. Diese Scrunchies sind ja jetzt total in. Aus dem Grund wird das halt eben so produziert. Aber damals wurden die halt auch getragen, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die ganz normalen Invisibubbles mag ich eher nicht so. Aber hier ist, glaube ich, auch ein Invisibubble drin. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen werde oder ob ich es weitergebe. An sich bin ich halt nicht so der Fan von den Invisibubbles. So. Als nächstes habe ich hier von BB eine Lippenbutter mit soften Rotton mit dem Duft, mit dem leckeren Duft nach Pink Strawberry Macaron. So schaut es hier einmal aus. Sehr interessant. Und dann haben wir hier einmal so ein Pöttchen. Sieht einmal so aus.
Das riecht ja mega geil nach Erdbeere. Oh mein Gott. So, als nächstes ein Produkt, was ich allerdings schon habe. Und zwar von Catrice Cosmetics, die Blush Box. Ich finde es sehr, sehr schade, dass in zwei Boxen so gesagt das gleiche Produkt drin ist, weil in der einen Box waren Blush drin und hier jetzt auch noch. Finde ich nicht so abwechslungsreich, wenn man sich zum Beispiel jetzt alle Boxen gekauft hat wie ich. Und so sieht es dann auch einmal von innen aus. Finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr schade. So, als nächstes habe ich hier von Biotin die Perfect Peeling Scrubble Gum Textur. Verfeinert das Hautbild für einen frischen Ton mit Mandarinenextrakt und Vulkanstein für jeden Hauttyp. Hier ist einmal ein Peeling drin. So, und dann habe ich auch schon das letzte Produkt, und zwar von Balea, ein Deodorant Love Melon mit Melonenduft. Das habe ich auch allerdings schon, das habe ich mir damals zugelegt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das riecht. Und dann habe ich mir das einfach online mitbestellt, als es gerade erst auf den Markt kam. Und es riecht einfach mega geil nach Melone. Das war es auch schon mit der zweiten Box. Und jetzt gehen wir rüber zur dritten Box. Hier blende ich dir einmal den Wert der zweiten Box ein. So, die dritte Box ist die Natural Glow Box. Und genauso macht man die auf und da ist einmal alles aufgezeichnet, was in dieser Box drin ist. Der Preis ist enthalten. Und ich habe euch gar nicht gesagt, wie viele Produkte hier drin waren in der Fruity Box. In der Fruity Box waren allerdings nur 6 Produkte drin. Das finde ich sehr schade, weil in dieser Box sind wieder 7 Produkte drin. Somit hätte man in die Fruity Box eigentlich noch ein Produkt mit reintun können. Aber naja. Wir haben hier als erstes einen von Alverde Naturkosmetik Kajal Eyeliner in der Farbe 04 Grün. Finde ich jetzt nicht so angemessen. Würde ich jetzt auch nicht benutzen. Genau. Dann habe ich hier als nächstes von Vileda ein Skin Food Lip Butter. Intensive Soforthilfe. Was ich auch sehr schade finde, in der einen Box war ja jetzt auch ein Lippenbutter drin. Und hier ist es ebenfalls drin und das schaut so aus. Ja, sehr schade. So, als nächstes, was ich hier drin habe. Warum ist denn auf dem Dings abgebildet, dass das Kamille ist? Aber das ist ja Aloe Vera. Komisch. Auf jeden Fall habe ich hier von Nivea einen Natural Balance Feuchtigkeitsspende Tagespflege mit Bio Aloe Vera, eine zarte Pflege für normale und Mischhaut. So schaut einmal die Verpackung aus. Ich finde es aber trotzdem komisch, dass auf dem Dings abgebildet ist, dass es wohl mit Bio Kamille sein soll, aber das ist halt mit Bio Aloe Vera und so sieht einmal hier das Döschen aus. Ich kann euch das mal gleich zeigen, was ich meine. Und zwar, wie ihr seht, ist das diese Verpackung hier mit Aloe Vera drauf. Und ich zeige euch mal, was hier in der Box abgebildet ist. Seht ihr den Unterschied? Das ist Kamille. Das, was drin ist, ist Aloe Vera. Naja, dann habe ich ein Produkt, was ich schon so oft in den Boxen drin hatte. Und zwar von I plus M, die Fair Organic Vegan, eine Balance Beauty 2-in-1 Reinigung und Maske. Hier ist einmal so ein hautklärendes Reinigungsgel und eine mattierende Feuchtigkeitsmaske. Die Maske hatte ich schon so oft drin und die werde ich dann auch demnächst mit euch testen. Dann, was auf jeden Fall in den Glowboxen, glaube ich, nie fehlen darf, ist ein Tee. Ich glaube, in jeder Box ist so mal ein Tee drin, also wenn man... Hier zum Beispiel, es gab letztes Mal 4 Boxen und auch da, glaube ich, waren Tee enthalten. Und davor die Glowboxen, die ich zum Beispiel hatte, da war, glaube ich, diese Kirschbox, die kenne ich hier, die weiß ich noch, weil da war so ein Kirschtee drin. Der war wirklich sehr, sehr lecker. Und diesmal ist hier drin von Das Gesunde Plus, heißt jetzt Mibolis. Okay, das soll wohl neu sein. Und zwar ist das Active Power, ein Kräutertee mit Vitamin B12, mit Ingwer-Zitronengras-Geschmack. Jetzt kann ich auch schon gar nicht mehr reden. Das schaut ja mal so aus und es riecht eigentlich sehr nach Kräuter. Ist halt ein Kräutertee, ne? Meine Nase juckt.
So, dann habe ich hier als nächstes von Alverde Naturkosmetik eine Hand- und Nagelcreme drin mit Bio-Calendula und Bio-Aloe Vera. Zertifizierte Naturkosmetik und das ist für normale Haut. Genau, ist halt eine Hand- und Nagelcreme. Wobei ich auch sagen muss, einfach in jeder verdammten Box ist mal eine Handcreme drin. Ihr wisst gar nicht, wie viel Handcreme ich zu Hause habe. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. So, und das letzte Produkt in dieser Box ist einmal von Hairball Essence. Pure Renew, Sulfat, Aloe und Hanf. Und zwar ist das ein Shampoo. Cool. Ich dachte, das ist ein Duschgel. Es ist ein Shampoo mit Aloe und Hanf. Sehr interessant. Ich würde gerne einmal dran riechen, wie das riecht. Das riecht mega erfrischend. Wenn es das als Parfüm geben würde, würde ich mir das kaufen, weil das riecht einfach mega geil. Alter, das muss ich gerade ehrlich sagen, das riecht voll gut. Oh mein Gott, das riecht richtig, richtig gut. Hätte ich nicht erwartet, aber es riecht gut. So, das war auch die dritte Box. Und hier blende ich dir einmal den Wert der dritten Box ein. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen und du kannst mal sehr, sehr gerne deine Favoritbox in die Kommentare schreiben, welche Box dir am besten gefallen hat. An sich hat mir die Box, ich glaube, ich weiß nicht, eigentlich haben mir alle Boxen ziemlich gut gefallen, weil in jeder Box ist halt irgendwas drin, was du gebrauchen kannst. Und natürlich gibt es auch Sachen, die man eher nicht gebrauchen kann. Deswegen hat man so 50-50 pro Box. Ja klar, manchmal hat man natürlich Produkte drin, die man halt schon sehr oft in anderen Boxen drin hatte. Was ich aber natürlich viel, viel besser gefunden hätte, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich in jede Box nur die Sachen reintut, die sich halt nicht so doppeln. Zum Beispiel die Lippenbutter oder zum Beispiel, was hatten wir noch? Was hatten wir dann eben noch? Jetzt weiß ich nicht mehr. Die Lippenbutter hatten wir. Was hatten wir noch? Irgendwas war doppelt drin. Ah, das Rouge. Genau. Der Rouge war doppelt. Und das wäre halt wirklich sehr, sehr interessant gewesen, andere Produkte da rein zu tun. Und wundert euch nicht, meine Nase juckt gerade total, weil da irgendein Haar steckt. Entweder ist es meins oder das von meiner Katze. Puh. Bah. Haare. Und es kitzelt einfach total. Boah, ich kann es echt nicht haben. Auf jeden Fall war es das, wie gesagt, mit dem Unboxing dieser Boxen. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass die Glow-Boxen dennoch rausgekommen sind. Hätte ich zwar damit nicht gerechnet. Ich habe auch, glaube ich, ziemlich spät mitbekommen, dass die irgendwie rauskommen. Ich glaube, einen Tag bevor die halt online gehen sollten, habe ich das mitbekommen, weil ich, naja, nicht so oft bei Instagram unterwegs bin, aber wenn ich unterwegs bin, dann schaue ich mir halt Neuigkeiten an und so weiter. Genau. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen und wenn es dem so ist, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst. Das würde mich wirklich von Herzen sehr, 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 sehr freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!